Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem abschließenden Video vom Caravan-Salon auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, er muss immer aufpassen, wann sage ich welche Worte, genau, damit er weiß, wann er Einsatz hat. Ja, wir blicken mal jetzt zurück auf die Sachen, die wir so gesehen haben. Wo gibt es Trends, wo gibt es was Neues und das gibt's wann? Nach dem Intro. Ja, Marcel, Trends, würde ich sagen. Fangen wir mit denen an, oder? Nee, erstmal, wir haben uns hier gemütlich gemacht zwischen Halle 11 und 15. Die große Street-Food-Meile, die hier ist, die nachher um 12, 13 Uhr richtig voll ist. Da wird hier gegessen und getrunken bis zum Umfallen. Wobei heute es auch schön warm wird, sollte man machen. Für euch, wir haben heute Sonntag, der erste Messe-Sonntag. Und es wird viel Besuch erwartet, wie in den letzten Jahren auch. Und auch den Jahren vor Corona. Und dementsprechend wird es interessant werden, was die Händler im Nachgang alles so zu berichten haben. Was können wir berichten? Ich gehe mal was anderes ein, weil ich gerade so im Kopf was anderes ja, im Kopf na klar. Habe. Und zwar Thema E-Mobilität. Wir haben den E-Venster von Pössl oder von Kempster vorgestellt. Wirklich das einzige Fahrzeug, was wir explizit gefunden haben. Es gibt zwar ein ganzes Thema Sonderelektromobilität hier auf der Messe. Es ist mehr als letztes Jahr, das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Genau, aber was ich immer durchlese ist, Fiat zeigt zwar etwas, und zwar ein Basisfahrzeug, den Scudo, aber auch der ist halt im Venster-Bereich, das heißt im klassischen Reisemobil, im klassischen Reisevan, gibt es nach unserem Kenntnis dann nichts. Wenn wir was verpasst haben, bitte rein in die Kommentare. Wir möchten gerne lernen, was es dort gibt. Es gibt ein Reisemobil auf jeden Fall auf elektrischer Basis. Genau. Das haben wir gesehen und zwar bei Deadlifts. Genau, das haben wir gesehen im Internet, das aber auch schon vor ein paar Jahren. Das, was hier gibt, ist wirklich viel auf Mercedes-Benz-Ware. Einer hat auf Ford, aber Raimo, Tonko, alles, was so, wir gesehen haben, lesen konnten, ist alles Mercedes-Basis. Es ist aber noch wirklich absolut minimal. Man merkt, die Elektrobranche ist in der Reisemobilbranche noch nicht da, wo sie in der normalen Kfz-Branche schon angekommen ist. Was die Messe auf jeden Fall darlegt, das haben wir auch in einem der Videos gesagt, ist, das ist die Vielfalt der Grundfahrzeuge. Vorher war es ja klassisch Fiat, Peugeot, Citroën und dann Mercedes. Jetzt kommt immer mehr Ford ist im Vordergrund, MAN, VW Crafter. Also man merkt, die Basisfahrzeuge, die sind sehr variabel mittlerweile geworden bei den Herstellern. Ne? Und woran liegt es, ist ganz klar. Fiat kann einfach nicht liefern, selbst die nächste Fahrzeuggeneration, die jetzt kommen sollte, ist aktuell nicht erkennbar, wann Fiat da wieder loslegen kann. Jetzt redet man schon von ca. 2 Millionen Fahrzeuge, die einfach nicht geliefert werden können, weil dann die Grundteile fehlen. Also das wird ein sehr, sehr interessantes Thema werden. Gott sei Dank haben sie jetzt die Chancen, dass durch VW, durch Ford entsprechend sich Alternativen aufgebildet haben, die dann auch teilweise im noch bezahlbaren Bereich. Ford natürlich mit dem Transit ist da vorne weg. Womoblock, der Jürgen hat das entsprechend in seinem Bericht schon gesagt, hat mal gucken. Ford Transit hatte seine Schwierigkeiten in den 2000er Jahren. Hoffen wir natürlich, dass die aufgehoben sind. Wobei VW hat auch große Probleme. Irgendwann haben sie es mal hin. Wie alle, ne? Irgendwann genau. Haben sie weggekriegt und irgendwann kommen sie irgendwann wieder. Wir sind gespannt. Was wir auch gesehen haben, VW Crafter, also das, was der Grand California wirklich absolut in der Arztpraxis ist, haben andere hingekriegt, weil MAN ist nichts anderes als der Crafter-Basis und die Wohnmobilhersteller, die das machen, zeigen, wie es richtig geht. Ich finde es schade, weil VW mit dem Bulli wirklich immer schon was hatte. Der California war ein ja. Aushängeschild und sie haben es nicht geschafft, in die Crafter-Basis reinzugehen. Gott sei Dank gibt es auch Hersteller wie Hobby und andere, die das definitiv, Affinity zum Beispiel auch, ja, die genau. Das einfach auf einen viel besseren Weg gebracht haben. Allgemein kann man sagen, die ganz großen Highlights, die ganz großen Besonderheiten gibt es nicht. Bürstner ja mit seinen Gallery oder wie er heißt, wir blenden es euch ein, weil wir haben uns den nicht angeschaut, mit den aufblasbaren Hubdach. Ist das eine Innovation? Vielleicht ja, weil es am Anfang erstmal ein neues Gewichtkonzept dahinter bin. Aber
das wird sich erst in den nächsten 2-3 Jahren überhaupt überzeugen oder vielleicht 5 Jahren, wenn das Fahrzeug wirklich auf dem Markt ist, erprobt ist, kann sowas Auflastbares wirklich, ist es wirklich wintertauglich, das wird man dann sehen. Das zeigt sich, genau. Also wir haben wirklich rumgeguckt, es sind die ganz klassischen, das Interieur wurde ein bisschen geändert. Es kam eine USB-Dose dazu oder wie auch immer. Tatsächlich, weil wir haben diesen Fall, zum Beispiel beim Malibu, wie nennt man das, Kollegen, würde ich mal sagen, haben wir gesagt, die haben nichts geändert, weil wir es nicht gefunden haben. Wir haben doch noch mal einen Blick reingeworfen und tatsächlich, man glaubt es ist, Malibu ist im Jahre 2002 angekommen. Sie haben eine USB-Dose entwickelt. Genau, und zwar nein, gibt es halt jetzt so. Neben die im Bett, da gibt es ja schon eine USB-Dose, haben sie in der Dinette neben der Steckdose jetzt auch noch eine USB-Dose hingebracht. Das ist so erfreulich. Endlich hat es auch Malibu geschafft, ein neues Lebenszeitalter zu erreichen. Wir sind gespannt, wie lange es dauert, bis sie dann noch weitergehen, weil es gibt noch viele Möglichkeiten. Der Schand von Malibu ist ja wirklich, der Schaut von Malibu, glaube ich, diese Anzeigetafel ist ja auch nicht mehr zeitgemäß. Achso, ja, die kommt da Steuerung. Wir lassen uns einfach da überraschen. Sonst, wie gesagt, haben wir so rumgeguckt, es ist wenig, was wir euch empfehlen können. Ja, die haben ja auch alle Probleme mit den Lieferketten und so weiter. Und von daher ist es, glaube ich, auch sinnvoll, da eher zu bleiben bei dem Standard, was man hat, was man vielleicht dann nicht unbedingt viel extrem erweitern müsste. Genau, und es ist auch schwierig für die Händler zu sagen, wir machen jetzt noch ein neues Messejahr, Modelljahr 22, 23. Da sind sie sich ein bisschen jetzt Sochi gegangen, nicht so schnell wieder was verkaufen, weil genau. Sie müssen auch alles umbauen. Das funktioniert zurzeit ja nicht. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Informationen von der Messe. Wenn ihr noch mehr Informationen wollt, geht mal auf die Messe auf die Internetseite vom Caravan Salon. Da bekommt ihr wirklich alles nochmal vorbei, weil auch die ganzen Neuheiten werden euch da vorgestellt. So, und dann würde ich sagen, wir hatten eine schöne Zeit. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Das wird dann die Zeit aber sehen, ob alles, was noch alles so abläuft. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, was wir noch vergessen haben im Video zu erwähnen, ist eigentlich noch was ganz Wichtiges. Nämlich, was ist eigentlich unser persönliches Highlight hier auf der Messe gewesen? Und für uns ist natürlich das Zusammentreffen der anderen YouTuber im Prinzip ein Treffen untereinander, ein bisschen Austausch und Feedback geben. Und natürlich auch das Treffen mit euch ist natürlich unser Highlight. Es ist immer schön, wenn man jemanden von euch mal trifft, mal sich unterhält, ein bisschen über das Thema Camping natürlich quatscht. Ihr seid ja genauso die Camper und wir haben halt da ein gemeinsames Thema. Und das ist natürlich noch eines unserer wirklich persönlichen Highlights hier auf der Messe.